Hallo Christoph. Hallo Uwe, na, alles klar bei dir? Alles gut. Super. Was ja die Zuschauer sicherlich brennend interessiert, ist, wo du herkommst. Dein Name lässt ja eher vermuten, dass du aus dem norddeutschen Raum stammst. Ja, ist eine lange Geschichte. Komme aber nicht aus dem Norden, sondern ich komme aus Bayern, eigentlich aus Oberfranken, Forchheim. Bin da aber ganz schnell wieder weggezogen nach meiner Geburt, 16 Jahre später. Bin nach München gegangen. Habe einige deutsche Musikschulen besucht oder zumindest probiert, weil ich damals wirklich nur Schlagzeug spielen wollte und Schlagzeug lernen wollte. Aber die ganzen Schulen, bei denen ich war, das war alles klassische Ausbildung und das hat mir damals überhaupt nicht zugesagt. Nicht allein schon deswegen, weil ich ein fauler Kerl bin. Kann man das schneiden? Dort hatte ich auch meine erste Erfahrung mit meinem ersten professionellen Gig mit dem Odeon Tanzorchester. Das hat Tanzmusik aus den 20er Jahren gespielt, waren 17 Leute mit Geigen und allem drum und dran. War ziemlich elementares Spiel, Snare Drum, Bass Drum, Splash Becken, nur mit Besen ständig, Tempo Blocks hatte ich da noch und ja, Begleitmucke, ne, habe ich da gemacht. Und Also 20er Jahre Musik klingt so nach so Vintage. Paul Whiteman, ja, kann man sagen, aber ich hatte eine Levima, 28 Zoll Bass Drum, so eine Marsh Bass Drum, wie die halt früher auch hatten, ne? Und eine Snare Drum und Tom, wie gesagt, nur Splash Becken und ein paar Traps, also so Temple Blocks und Cowbells, nicht sehr viel. Nicht, es Okay. war mehr so als Percussionist ausgeschrieben, der Job. Und das habe ich dann auch 1,5 Jahre gemacht, bis ich jemanden kennengelernt habe, der auf die Schule nach Los Angeles gegangen ist, und zwar aufs BIT, am Musicians Institute. Und die hatten ja auch für Schlagzeug und Gesang und Gitarre alles da. Dann bin ich also ein Jahr aufs PIT gegangen. War eine sehr Wann war das interessante, es ungefähr? war so um 89 war das rum. 89, also noch vor der Mauer. Ganz genau. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also das eine Jahr in Los Angeles kann ich nur weiterempfehlen. Naja, auf jeden Fall kam ich dann wieder zurück. Vollgepackt mit den neuesten und letzten Wacklelicks. Und alles, was ich dann spielen durfte, ist das hier. Naja, und von der Band bin ich dann in die Knopf-Hoff-Show-Band gerutscht, in die Veterinary Street Jazz Band. Dann habe ich die Knopf-Hoff-Show gemacht im Fernsehen für ein paar Jahre. War auch eine super, super Erfahrung. Als das dann wieder vorbei war, bin ich nach Hamburg gegangen, habe da viele Musicals gespielt, im Tivoli habe ich gearbeitet. Da wurde ich dann von einem Schlagzeuger gesehen, der gerade auf Tour war und in einem Nachbartheater, im St. Pauli-Theater gastierte, mit dem Musical Hair. Und da bin ich dann mit Hair auf Tour gegangen. Da war ich dann knapp 3 Jahre unterwegs mit verschiedenen Hair-Produktionen. Naja, und Obwohl man ja, wohl nicht der viel davon übrig genau, geblieben ist. nee, gar nicht eigentlich. Ist ja schon lange her. Ist Naja. lange her. Hab auch dann ein Jahr lang einen richtigen Job gemacht. Ja, hab Und bei zwar Musikproduktiv gearbeitet. als Verkäufer. Als Verkäufer, genau. Und hast auch mal was verkauft, Hat, oder? nee, nee. Ich habe immer nur schön vorgeführt. Und dann dachten sich die Leute, um Gottes Willen, so klingt das nie bei mir. Ich kaufe das nicht. Nein. 2005 haben wir uns dann entschieden, wieder nach Amerika zu gehen. Und dann waren wir erst in New York für ein paar Jahre. Dann habe ich durch die Hair-Tour, kannte ich noch ein paar Sänger und Tänzer von der Zeit, die kamen alle aus New York. Und der hat mich eben in diese Rockband für Kinder mit reingebracht, in die Dirty Sock Funtime Band. Durch den Job hast du, glaube ich, auch deine so ersten Endorsements drüben bekommen, oder? Die ersten Endorsements habe ich schon durch die Knopf-Hoff-Show bekommen. Okay. Na, wobei ich da ganz ein ziemlicher Spätzünder war. Ich habe mich da, wie
nicht so drum gekümmert. Das kam eigentlich so auf mich zu, mehr oder weniger. Ich habe da wenig nachgefragt. In Amerika ist es ein bisschen anders. Da kommen wirklich die Firmen auf dich zu und wollen auch was von dir, weil du bist ja da praktisch direkt an der Quelle. Okay. In Deutschland ist es halt durch den, weil der Vertrieb das halt managt, schon ein bisschen anders und die können halt nicht so wirklich darüber bestimmen, Zeug einfach wegzugeben. Was für Equipment benutzt du jetzt zurzeit? Ich spiele jetzt schon seit 2003, spiele ich Ludwig. Sögen spiele ich seit 1900, so lass mich lügen, 95 oder so, schon ziemlich lang. Okay. Waren auch immer die einzigen Becken, die ich mir vorstellen konnte. Ich habe mir immer gewünscht, viel Becken zu haben. Tada, Sögen macht's möglich. Sind auch die besten Becken, wo gibt, meiner Meinung nach. Sticks, sowieso klar, Vader. Die sind ziemlich dünn und ziemlich leicht, deswegen springen die auch so schön schnell bei mir in der Hand. Ludwig deswegen, weil es klingt einfach geil. Es klingt total klasse. In jedem Club, in dem ich spiele, bekomme ich immer ein Kompliment vom Tonmann, wie toll, dass das Set klingt. Bassdrum, einfach nur ein Mikrofon hinstellen, Mikros ran, der braucht gar nicht viel Schrauben, das klingt einfach erste Sahne. Generell vom Grundkonzept stimmst du sehr... Sehr tief. Also die Bassdrum sehr tief, die Toms etwas höher, weil ich gemerkt habe, je lauter deine Mitmusiker sind, desto höher solltest du das Schlagzeug stimmen, damit es auch durchkommt. Mhm. Weil so bei tiefer Stimmung geht das ziemlich unter. Mhm. Ne? Klingt dann ziemlich hoch. Also das heißt, das trauen sich ja auch viele nicht so auf Ton zu stimmen, ne? Wie im Prinzip auch die alten Jungs, so Bonham oder was man aus der Ära so kennt, aber die Trommeln haben sich einfach durchgesetzt. Ne? Das ist aber, du wirst dich wirklich wundern, wenn du hinterm Set sitzt und das stimmst und es ist ziemlich hoch, dann wirst du auch denken, oh, das klingt aber ziemlich hoch, das kann doch gar nicht rockig sein. Aber wenn du es irgendwie mit Mikrofon abnimmst oder auch ohne Mikrofon und einfach dich vor die Band stellst und jemand anderes spielt das, dann wirst du dich wundern, wie fett das plötzlich klingt, weil das auch durchkommt. Und dann, man darf sich da nicht so beeinflussen lassen, weil man sitzt ja hinterm Schlagzeug und man kann gar nicht beurteilen so richtig, was passiert eigentlich irgendwie 5 Meter von mir. Ja. Ne? So. Warst denn quasi in Amerika, hast du auch studiert, warst wieder hier. Genau. Und hast dann in Amerika auch eine Zeit lang als Musiker gelebt und auch damit dein Brot verdient. Und bist jetzt, seit wie lange bist du jetzt wieder in Deutschland? Seit 2010. Seit 2010. Ja. Wie siehst du jetzt so die Unterschiede? Also was ist so, sagen wir mal so... Ja, der große Unterschied, das sind natürlich die Gagen und die Anerkennung. Ich habe mir das auch anders vorgestellt, mein Drang war schon immer da, nach Amerika zu gehen. Mhm. Als ich dann da war und das wirklich mit eigenen Augen gesehen habe und auch erlebt habe, da wurden wohl schon ziemlich viele Illusionen zerstört. Okay. Also das ist nicht so, dass an jeder Ecke ein Charlie Parker steht oder ein Dave Weckl. Dadurch, dass es halt wahnsinnig viele Menschen und Musiker gibt in dem Land, gibt es halt auch viele Idioten. Oder weniger gute, weniger talentierte Leute, die das auch versuchen, die dann die Leute, die das wirklich professionell da nachgehen wollen, das Leben ein bisschen schwer machen und auch die Preise ein bisschen kaputt machen. Aber ist das nicht hier in Deutschland auch so? Weniger. Das habe ich weniger erlebt. Hier in Deutschland sind zumeist die Gagen viel besser. Deswegen kommen auch sehr viele amerikanische Musiker hier rüber und touren hier. Die Akzeptanz ist ein bisschen besser hier. In Amerika ist es dann noch schlechter. Wenn man sagt, man ist Musiker, dann können die erstmal gar nichts mit anfangen. Das ist gar nicht so, das mag wohl sein, dass das wirklich das Entertainment Capital ist von der Welt. Also die haben das wirklich drauf. Aber halt nur bei einer gewissen Schicht, so eine gesunde Mittelschicht, wie es hier in Deutschland noch gibt, gibt es da drüben mal gar nicht mehr. Als ich in Los Angeles lebte, von 2008 bis 2010, habe ich in so einer Casino-Band gespielt. Die haben Casino-Lounges gespielt, also die Bars. Kleine Bühnen mit einer Bar,
vorne waren dann diese Blackjack-Videoautomaten in den Tisch eingebaut und du hast eigentlich nur für die ersten 5 Leute gespielt, die da an der Bar da saßen. Mhm. 10 Meter weiter raus hast du schon gar nichts mehr gehört, weil da waren schon die ersten einarmigen Banditen, diese Slot-Machines haben geklingelt und so. 5 Sets am Abend, a 50 Minuten, $100. Ne? Okay, das machst du dann irgendwie so 3-4 Monate lang und dann kriegst du auch ein bisschen Geld zusammen. Und wie oft habt ihr da gespielt dann? Ja, fast jeden Tag, ne? Jeden Tag. Fast jeden Tag. Das waren so Engagements zwischen 2 Wochen, einer Woche, mal wieder 3 Tage und dann wieder 2 Tage irgendwo hinfahren. Teilweise, okay. Ich habe in Jackpot Nevada gespielt, was ganz oben im Norden ist. 2 Tage später haben wir am südlichsten Punkt von Amerika gespielt, in South Padre, Texas. 2 Tage und 2 Nächte durchgefahren. Da gibt es kein Hotel, da gibt es nicht irgendwie Pause machen oder so. 4 Leute oder 5 Leute im Auto. Jeder kann irgendwie ein paar Stunden fahren. Und dann bist du dann in 2 Tagen, 2 Nächten da. Ne? Das ist schon ein ziemlich hartes Brot. Okay. Alles in einen Anhänger hinten rein und dann los. Ne? Okay. Du hast vorhin auch kurz angerissen, dass nicht nur meinst die Gagen, sondern auch das Ansehen oder der Respekt gegenüber Musikern. Also hast du jetzt den Eindruck, dass die Musiker in Deutschland akzeptierter und respektierter sind? Es liegt, glaube ich, hauptsächlich an den Clubbesitzern und an den Leuten, die das organisieren. Ich habe halt gemerkt, wenn in Deutschland, wenn ich mit Supercharge irgendwo aufschlag, wenn wir in den Club kommen und Soundcheck machen, da ist Catering da. Da wirst du begrüßt, da sind die hilfsbereit, weil die wollen ja auch, dass du dich wohlfühlst und dass du dann eine ordentliche Show spielst. Okay. Und nicht von vornherein schon irgendwie mit so einer Fluppe ankommst. In Amerika habe ich gemerkt, du bist da mehr ein Teil von einem arbeitenden Team. Du hast keinen Sonderstatus, sondern du bist der Mucker, du arrangierst noch unter der Bedienung. Okay. In Deutschland ist eigentlich, wenn man in einem Club spielt, ist es eigentlich normal, dass man Getränke umsonst bekommt, zumindest alkoholfreie Getränke. In Amerika nicht immer das. Da musst du sogar für ein Glas Wasser betteln. Was mir außerdem noch aufgefallen ist, der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist, also mir zumindest, ist die Art von dem Timing, wie die Time empfinden. Es ist halt alles wirklich ein bisschen relaxter. Ist nicht zu laidback, aber ein bisschen alles relaxter. Und hier ist halt wirklich so auf wie 12 und teilweise auch ein bisschen nach vorne. Das ist eigentlich auch ein großer Unterschied. Liegt vielleicht an der Luft, am Wasser, ich weiß nicht, an was es liegt. Aber das ist mir auf jeden Fall auch noch gravierend aufgefallen. Und sich da dann einzuschaukeln, so gerade in der Mitte, das ist ziemlich schwer. Aber auch aus diesem Grund würde ich auch jedem mal empfehlen, der sich das leisten kann, eine Schule in Amerika zu besuchen. Nicht, dass die jetzt besser oder schlechter wären hier in Deutschland oder in Amerika besser, sondern das ist einfach das Ganze drumherum, was man hier nicht so mitbekommt. Mit welchen Bands spielst du im Moment so? Was machst du so aktuell? Momentan bin ich unterwegs mit Supercharge. Okay. LB Donnelly Supercharge. Da bin ich ja, wie gesagt, schon seit 2001 dabei. Habe dann eine 5-jährige Pause hingelegt, als ich in Amerika war. Die haben mich dann auch wieder mitspielen lassen, sozusagen. Was mich ja eigentlich ehrt. Ne? Warum das denn? Ja, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der die Neurosen des Chefs verträgt. Der sich da halt mit in den Bus setzt. Genau. Und, aber du machst jetzt auch mit so einem Pianisten so ein Genau, mit Horst Bergmeier. Das ist ein ganz neues Projekt. Was heißt, das gibt es schon etwas länger. Der hat vorher mit Jochen Döckel zusammen gemacht. Mhm. Und momentan ist es einfach nur so eine Aushilfe, okay. Solange Jochen nicht kann. Aber es macht wahnsinnig Spaß und wer weiß, vielleicht wird auch mehr draus. Alles klar, da gibt es, glaube ich, auch so ein paar Clips schon auf deinem YouTube-Channel. Genau, da ein Clip ist drauf, da werden auch noch mehr kommen. Am Wochenende habe ich wieder einen Gig mit dem, okay, werde ich wohl wieder was filmen. Es gibt mir halt die Möglichkeit, ein bisschen freier zu spielen, ein bisschen mehr zu spielen, weil wir da wirklich nur zu zweit sind, Piano und Schlagzeug. Man darf es natürlich auch nicht übertreiben, man muss da schon auch sich in den Grenzen so bewegen, aber es macht einfach Spaß, es ist gute Musik, es ist genau das, was mir eigentlich so gefällt. So angeschaffeltes Swing-Zeugs. Geil. Und dann läuft das auch. Cool. Also du spielst ja nicht nur Gigs, sondern gibst auch Unterricht. Mhm. Und zwar hier in Düsseldorf und in Neuss. Das ist quasi für die Leute, die jetzt
sich hier nicht so auskennen, auf der anderen Rheinseite von Düsseldorf. Hast auch eigene Bücher schon geschrieben, eigene Lehrbücher, die du bei dir auf der Webseite auch vertreibst. Genau. Und nutzt vor allen Dingen auch deinen YouTube-Channel. Also du ja. hast, bist ja schon einer der quasi der Pioniere im YouTube-Schlagzeuggeschäft. Genau, ja. seit Anfang 2000. Ich fand das Medium einfach total interessant. Und das hat jetzt kein wirkliches Konzept, was ich da drauf schmeiße, sondern ist einfach nur, das ist so ein kleines Hobby von mir einfach. Mhm. Ne? Ich kriege da zu 99,9% gute Kritiken. Natürlich ist dann auch der ein und andere mal Neider dabei. Oder ich bin ja ganz offen für Kritik, ne? Mhm. Solange sie konstruktiv ist. Ne? Mhm. Ja, YouTube, das ist mehr so ein Hobby. Genau, okay. Das macht halt einfach Spaß. Mit dem Unterricht, mit den Büchern. Das kam auch, es ist aus der Not geboren, weil ich einfach mein Konzept ein bisschen aufschreiben wollte und ein Buch haben wollte, aus dem ich dann die wichtigsten Sachen rausziehen kann für die Schüler. Okay. Ne, wie Technik und Koordinationsübungen und alles drum und dran. Das, was ich halt jedem ans Herz lege und versuche zu vermitteln. Nicht, dass ich dann immer aus 5 Büchern was rausziehen muss. Okay. Außerdem gibt es dann noch das Problem mit dem Copyright. Ich kann natürlich auch nicht hergehen und aus jedem Buch irgendwas rauskopieren. Da bekomme ich dann auch irgendwann mal Schwierigkeiten. Ja, ja, klar. Das ist eigentlich der Hauptpunkt gewesen. Okay. Unterrichten macht mir Spaß, wie jeder professionelle Musiker. Wenn es mal nicht so läuft mit den Gigs, dann hat man immer noch ein zweites Standbein mit dem Unterrichten. Außerdem macht es auch Spaß. Aber du übertreibst auch nicht, ne? Also du machst jetzt wie, nee. 3 Tage oder was? Zwei Tage. Zwei Tage die Woche. Manchmal auch 3, wenn sich Privatschüler anmelden, so kurzfristig. Aber ich bin wohl hauptsächlich am Spielen. Okay. Das ist mir auch wichtig so.